Nach den Krawallen in Stuttgart mit mindestens 19 verletzten Polizisten und starken Verwüstungen in der Innenstadt stellt sich die Frage, wie es zu diesen bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen kommen konnte. Ausgangspunkt der Krawalle war der Schlossplatz im Stuttgarter Zentrum. Hier trifft sich am Wochenende die Partyszene. Hier wird viel getrunken und sich für soziale Medien inszeniert. In der Nacht zu Samstag geriet ein 17-Jähriger wegen eines mutmaßlichen Drogendeliktes in eine Polizeikontrolle. Umgehend hätten sich 200 bis 300 Feiernde mit dem Verdächtigen solidarisiert und die Beamten mit Steinen und Flaschen angegriffen, hieß es von Behördenseite. Die Menge sei dann auf bis zu 500 Personen angewachsen und in Kleingruppen durch die Innenstadt gezogen. Die Lage wurde rasch unüberschaubar. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben 12 Einsatzwagen bis hin zum Totalschaden beschädigt. Bei 40 Ladengeschäften wurden Schaufenster beschädigt oder zerstört. 9 Geschäfte wurden geplündert. Erst nach Stunden beruhigte sich die Lage. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt waren rund 280 Polizisten im Einsatz.